in einer anderen, längst vergessenen Zeit. Waren unsere Vorfahren Entdecker? Sie segelten durch den Kosmos und folgten dem Lied in ihren Herzen. Ihre Reise führte sie zum Ursprung des Lieds, der Quelle allen Lebens, dem Majora, das vom Geäst des Immerbaums strömte. Hier unter seinen Ästen errichteten unsere Vorfahren ihn. Zustände, Text weg. Ich kann nicht lesen. Hier gediehen sie friedlich im Schatten des Immerbaums. Alle ihre Bedürfnisse wurden durch das Lied des Majora gestillt. Sie lernten das Lied zu formen und nannten diese Kunst Alchemie. Sie wurden zu Handwerkern, Architekten und Meistern der Industrie. Und ihr bescheidenes Dorf wuchs zu einer prachtvollen Stadt heran. Doch obwohl sie gediehen, ging es dem Immerbaum immer schlechter. Dunkelheit umwickelte sein Herz und Zwietracht wob sich in das Lied des Majora. Am Morgengrauen des letzten Tages zerbrach das Lied und die große Stadt verstummte. Und in dieser Stille schlug etwas Neues Wurzeln. Die Dürre. Ewig hungrig, alles verschlingend. Sie überwältigte den Immerbaum und zerstörte die einst große Stadt. Obdachlos und untröstlich war die Verbindung der Bewohner zum Lied getrennt. Und sie flohen in die Weiten des Kosmos. Doch selbst in den dunkelsten Zeiten ist nicht alles verloren. Wenn jetzt Link auftaucht, dann mache ich aus. Eine letzte Stimme. Ein junger Alchemist von Immerherz blieb zurück. Entschlossen, die Dürre zurückzudrängen. Warum erwarte ich die ganze Zeit, das Lied des Majora wiederherzustellen? Ich rede gleich. Und erneut mit dem Immerbaum in Harmonie zu leben. Hallo Pharmatiker und Dani. Hallo. Ja, warum erwarte ich die ganze Zeit bei Dürre, wenn ich Dürre höre, so eine ganz dünne Person? So eine Dürre. Weißt du, so eine ganz Dürre. Entschuldigung, aber irgendwie kommt mir das die ganze Zeit in den Kopf, wenn ich Dürre höre. Ja, also wir haben offensichtlich einen Helden, der die Dürre, also die ganz dünne Frau, irgendwie wegtrennen möchte. Und wir müssen offensichtlich die Welt retten vor wenig Wasser, also halt, ne, wir müssen wahrscheinlich versuchen, alles irgendwie wieder zum Blühen zu bringen. Und das wird die Ausgangsgeschichte sein. Und ich finde sie echt schön in Szene gesetzt. Buenas noches, hermanos. Ich kann nur Deutsch und Englisch. Sorry. Aber wirklich eben, Ryan sagt schon, echt mega schönes Intro. Wirklich, es macht wirklich was her. Dürre und Dürre. Ein Wort, zwei Bedeutungen. Ja, stimmt. Ist halt echt so, ne? Ich bin echt gespannt, wie das Spiel auf der Switch aussieht. Das sieht jetzt schon mal richtig gut aus. Gut, das ist eine Cutscene. Das müssen wir hervorheben. Aber es sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Man hat natürlich immer Abstriche ziehen, weil die Switch-Version immer etwas schwächer sein wird als die... Okay, ein paar Ruckler hatten wir gerade. Jetzt sieht es wieder besser aus. Thank you.
ist wie so ein Märchen, ne? Also ob jetzt gleich ein Disney-Film anfängt, wenn jetzt gleich einer drüber singt, über Blumen und Gestrüpp und sonst was, dann sind wir da wirklich, wirklich zu Hause, wa? Ein Delo. Uff, ist das schön. Hallo, auch, und ja, du hast vollkommen recht. Der Weltensamen ist beinahe bereit. Diara. Die Niaria. Ich sage, wir wecken den Lehrling. Können wir ihn nicht noch etwas schlafen lassen, Alambik? Unser armes Liebchen ist so erschöpft, kein Wunder nach der ganzen harten Arbeit. Was heißt hier schlafen? Hier wird aufgewacht, Mann. Von nix kommt nix. Denkst du denn nicht auch, dass unser Lehrling es nach all der harten Arbeit verdient hat, den Weltensamen vollendet zu sehen? Ja, ich will Samen sehen. Oh ja, guter Punkt. Ich bezweifle, dass der Lehrling das verpassen will. Ah, haben wir dich aufgeweckt, Liebchen? Schüttel, schüttel. Ja. Das Buch kann reden. Habt ihr es gesehen? Es hat Augen. Ich habe ein Zauberbuch. Oh, Harry Potter lässt grüßen. Diaria ist also ein Buch. Guten Morgen, Liebchen. Oh, guten Morgen, Lehrling. Wir haben viel zu tun. Geben wir dem armen Liebchen doch kurz Zeit, sich frisch zu machen. Alambik, schau dir bloß mal die Haare an. Entschuldigung. Du bist ein Buch, guck dich mal an. Und, ach Gottchen, ist das Sabber dort im Gesicht? Nein! Sag mal, willst du mich verarschen? Oh ja, sogar ziemlich viel, um ehrlich zu sein. Du bestehst nur aus Sabber. Halt mal schön den Ball flach. Keine Angst, Liebchen. Nimm dir eine Minute Zeit. Wir können reden, wenn du bereit bist. Seid ihr bereit? Ja, das kann sich doch sehen lassen. Ich finde tatsächlich, die Grafik sieht für Switch-Verhältnisse echt hübsch aus. Mir gefällt das. Ist das der LSD-Simulator? Kam so ein bisschen rüber mit dem ganzen Gedingse, ne? Holla die Waldfee. Da hat aber jemand ein ausladendes Becken. Entschuldigung. Es gibt divers, Leute! Oh, guck mal, wir haben endlich mal ein vernünftiges Spiel gefunden. Es gibt divers. Ich wusste gar nicht, dass das Zeichen für divers ist. So ein Kreis mit einem Strich und einem X. Das wusste ich gar nicht. Ich bin divers, okay. Ich bin Albert. Ich Albert und der Albert immer rum, weißt du? Ach, nee. Stimme? Du heißt gebärfreudiges Toffee. Nein, ich bin jetzt auf jeden Fall. Also soll ich Flavil? Das klingt ein bisschen wie eine Krankheit. Flavil. Mehr Geschlechter als Stimmen. Ja, das ist ein bisschen schade, dass es keine Diversstimme gibt, ne? Beatrix, Landry, Jamie, Marley, Ted. Das ist ein Teddybär. Wolfsherz, Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. Jordan. Terenti, das ist doch Mark Terenti, der mit Sarah Connor zusammen war. Wer auch immer das entwickelt hat, ich mag die Person jetzt schon. Die sehen echt süß aus, ne? Ich glaube, ich nenne mich jetzt wirklich Toffee. Meine Güte, ich bin der diverse Toffee, mein. Wir brauchen ja eigentlich keinen, nicht Vera Toffee. Vera Entwen. Kennt man die noch? Die hatte früher eine Talkshow. Die Grafik ist echt knuffig. Ja, eben. Ich finde es auch mega süß. Vera Sophia, ja, eben. Ich beatboxe mal zu den Stimmenanpassungen. Ich kann nicht beatboxen. Noch nicht mal ohne Stimmenanpassung. So. Also Form. Bin ich eine dicke Drum? Alter. Ich glaube, ich sehe mich eher so in die Richtung, oder? Das sieht eigentlich noch am vernünftigsten fast aus, ne? Muss man sich ernsthaft für eine Form entscheiden? Bin ich eher ein Kreis? Bin ich ein Oval? Bin ich eine Vase? Es ist ein bisschen komisch. Ich würde mich eher für eine Körperform entscheiden, aber nicht für ich glaube am ehesten noch das da.
Vase bitte. Ja, eben, die Vase hier, die nehme ich. Ich hatte auch letztens eine Vasektomie. Manchmal sage ich die Sachen einfach, bevor ich sie... Manchmal sage ich die Sachen einfach schon, ne, zu euch, bevor ich sie im Kopf durchgegangen bin. Sorry. Sollen wir diverstechnisch auch ein bisschen dunkelhäutiger durch die Gegend laufen? Okay. Das sieht aus, als hätte sie Nierenschaden. Es tut mir leid, das muss ich jetzt echt sagen. Das sieht nicht gesund aus. Ja, so leicht dunkelhäutig finde ich ganz gut. Geronimo 12, guten Abend, wünsche ich dir auch. Es gibt endlich mal eine Geschlechterentscheidung, eben für intergeschlechtliche und für non-binare Menschen. Das ist das erste Spiel, bei dem ich das sehe. Ja, tatsächlich, ist wirklich. Ich bin sehr überrascht, dass es hier tatsächlich divers gibt. Hätte ich nicht gedacht. Was, Merkmal? Okay, ganz viele so... Ein Muttermal. Alter, hat die Glitzer im Gesicht? Jo, kommt direkt von der Love Parade. Die gibt's nicht mehr. Braucht nicht googeln danach. Oh komm, wir haben Glitzer im Gesicht, okay? Komm, das gönne ich mir jetzt. Okay, die Augen. Hm. Ach nee, das ist Accessoire. Das ist die Brille. Ich dachte jetzt gerade, das sind die Augen. Haben wir eine Brille? Ich finde die eigentlich ganz cool. Die letzte. Die hat so ein bisschen Sonnenbrillen-Flair. Was muss man denn machen in dem Spiel eigentlich? Das wissen wir noch nicht. Wir sind momentan einfach damit beschäftigt, hier hauptsächlich erstmal ganz viel Character-Design zu machen. Wir finden es noch raus. Ich glaube, es ist ein Farming-Spiel, soweit ich ihn im Kopf habe. So, Frisur. So, warte. Ja. Das hat doch was. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Disney-Prinzessin, oder? Das würde zu divers passen. Wir bräuchten auch eine diverse Frisur eigentlich, ne? Nichts, was zu weiblich oder zu männlich ist. Das ist wiederum zu männlich, finde ich. Ich bräuchte wirklich eine diverse Frisur. Das ist auch wieder zu männlich. Alter, mhm. Elvis lässt grüßen. Alter, Alter, okay. Aber das finde ich fast ein bisschen cool. Das sieht aus, als hätten sie Würmer in den Haaren. Powerpuff Girl mit Brille. Oh Gott, bis wann streamst du? Das weiß ich heute noch nicht. Schauen wir mal. Tuano, hallo. Vogelnest. Ja, ich fand fast die... Nee, das kann man nicht machen. Das geht halt auch nicht. Das sieht aus wie Jimmy Neutron. Die anfängliche Frisur fand ich, glaube ich, am besten bisher. Die irgendwo hier war. Hier, die. Ich finde, die passt zu divers am besten. So, Gesichtsbehaarung. Oh Gott. Oh, Alter. Es wird immer schlimmer. Entschuldigung. Nee. Ich finde alles nicht in Ordnung. Die lassen wir weg. Selbst wenn wir es jetzt reinbringen wollten irgendwie. Nee, das... Nein. Entschuldigung, die lassen wir weg. So, Haarfarbe. Ich mag immer wahnsinnig gern grüne Haare. Ihr kennt mich. So einen leichten Grünstich mag ich wahnsinnig gerne immer. So sehe ich aus. Bin ich süß? Würdet ihr mit mir ausgehen? Bestimmt, oder? Sieh dir unser Alchemiehaus an. Bewege die Kamera mit R. Achso, wir müssen einmal Folge leisten. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich nicht bewegen konnte. Man muss also wirklich jetzt erstmal das machen, was das Spiel sagt. Lululein, Namen zusammen. Welches Spiel ist das? Das nennt sich... Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Grow? Ich habe ganz schnell geguckt. Grow heißt das. Ist heute rausgekommen für die Nintendo Switch. 25 Euro kostet das gute Spiel. Ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit. Findest du? Wenn ich meine Brille jetzt aufsetze, bestimmt, ne? Sie sieht aus, als ob jemand mit dir reden will. Benutze L, um mit dem Charakter zu laufen.
Und hier ist er, ein perfekt gefertigter Weltensamen. Die Krönung der Kunst, die Alchemisten von Immerherz und unsere Lösung, um den Immerbaum wieder gesund zu pflegen. Sehr gute Arbeit, das Rezept von Grund auf nachzubilden. Es gab ein paar beeindruckende alchemistische Patzer auf dem Weg, wohlgemerkt. Was du, weißt du noch, die Frösche, Alambic? Wie könnte ich die vergessen? Ich bekomme den Geschmack immer noch nicht aus dem Mund. Sollst sie ja auch nicht essen. Komischer Kerl. Jedenfalls, jetzt wo der Weltensamen bereit ist, müssen wir ihn nur noch pflanzen und warten, bis er aufkeimt. Falls nicht, naja, was ist unser Plan B? Panik? Nein, Alambic. Nein, natürlich nicht. Du hast recht. Es wird funktionieren. Möchtest du vor deinem Aufbruch noch plaudern? Vielleicht bei einer herrlichen Tasse Tee? Alambic und ich sind für dich da. Der Tee ist leider alle. Wir haben das letzte bisschen für den Weltensamen verwendet. Okay, dann ist der Tag ja jetzt schon im Arsch. Kein Tee mehr da. Oh, nun ja, du kannst trotzdem immer mit uns reden. Sollen wir nochmal deinen Weltensamen fragen? Nee, learning by doing. Wir gehen jetzt direkt los und kriegen es mit. Herrlich, lasst uns den Weltensamen im Immerbaum pflanzen und diese fiese alte Dürre nach Hause schicken. Das kann man doch nur so verstehen. Diese fiese dürre Frau da. Diese fiese alte Dürre. Ein Samen mit der Macht, neue Welten wachsen zu lassen. Und vergiss deine Alchemiewerkzeuge nicht, Liebchen. Du brauchst sie, um die Knospen der Welt des Weltensamens zu pflegen. Ganz schön viel. Vor allem sieht die Figur wie ein Kind aus und kann einen Bart haben. Ja, die ist halt, das ist eine Figur, das ist ein Alchemist. Nee, jetzt muss man Alchemistin sagen, ne? Also, damit beides abgedeckt ist. Kann sich ja jung halten. Wie ist das mit Hyrule Warriors gewesen? Nee, Quatsch hier. Bei Breath of the Wild, da war doch auch diese Alchemistin, war doch diese Ische da. Dieses kleine Mädchen, das aber auch schon über 100 Jahre alt gewesen ist. So, eine Axt, ein Hammer, eine Sichel, eine Gießkanne. Eine Samentasche, eine Sprechkugel, Alexa, ermöglicht es dir, über weite Entfernung zu kommunizieren. Hey, da ist ein Dreier-Puzzle-Spiel drauf. Okay, also mit Alexa können wir offensichtlich auch kommunizieren. Witch of Mothra, hallo! Drücke Minus, um dein Inventar zu öffnen. Wenn wir schon einmal hier sind, kannst du auch gleich die Werkzeuge in deinem Werkzeugkasten sortieren. Okay, aber ich will die Sprechkugel haben. So, die Frage ist nur, was soll ich damit, wieso sollte ich das jetzt sortieren? Das ist doch schon in Ordnung, oder? Oder nicht? Reihenfolge ändern. Ich finde, das passt so, oder? Brauchen wir jetzt nicht. Na klaro, Weltensamen, check. Alchemiewerkzeuge, check. Charmante Gefährten, check und check. Ich sage, es ist Zeit, dass wir da rausgehen und diesen Weltensamen pflanzen. Wir? Ich denke mal, ihr seid irgendwie ein bisschen festgebunden, würde ich mal so behaupten, oder? Schauen wir mal. Was ist das für ein Foto? Interagieren? Es ist ein Babyfoto. Ach, das ist das Buch. Ich habe gerade gedacht, was für ein hässliches Baby. Das Baby ist in der Wiege und das Buch guckt von oben runter. Alter, ich hab schon ein bisschen Angst gekriegt, dass man hier mit etwas gewöhnungsbedürftigen Babys zu tun hat. Sagen wir es mal so, um es höflich auszudrücken. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Du warst so klein. Du warst wie alt? 7? 9? Noch nicht einmal 1, Alambic. Oh ja, natürlich. Ach, Pura heißt die aus Breath of Wild. Stimmt. Stimmt, so heißt sie. Stimmt, hast du recht. Oh nein, nein, nein. Die Dürre muss das Tal erreicht haben. Sind wir verloren? Ich denke, wir sind verloren. Toffi wird uns retten. Schnell, benutze dein Werkzeug, um einen Weg zur Tür frei zu machen. Vielleicht kannst du uns von draußen noch helfen. Falls nicht, behalte mich so in Erinnerung, wie ich zuletzt war. Panisch und kreischend. Gut. Sie scheinen wirklich die Ruhe selbst zu sein. Es ist sehr, sehr beruhigend. So, erstmal Hände waschen, oder?
Okay. Mit L und R-Taste kann ich die Sachen wählen. Hier oben sieht man's. Ich muss wahrscheinlich erstmal den Hammer nehmen. Oder? Schwingen. Oh. Alter. Uiuiuiui. Das nenne ich mal einen Hammer, oder? Okay, das war's jetzt. Mehr können wir nicht machen. Gut. Wir gucken, ob die große Dürre das ganze Dorf zerstört hat schon. Ja, so dürr ist die aber nicht. Was? Die dürre Frau macht viele Probleme. Vor allen Dingen scheint es gar keine Frau zu sein. Es scheint eine gar nicht mal so dürre Figur zu sein. Fabelwesen? Viech? Ah, diese geflügelte Kreatur. Ich dachte, die Dürre steht uns bevor. Alambic sagte, du weißt, dass du anfängst, aus dem Mund zu schäumen, wenn du so aufgeregt bist. Wie oft habe ich es dir gesagt? Wie oft? Das Alchemiehaus ist keine Sitzstange. Alambic, das ist aber sehr unhöflich. Dieses Geschöpf hat einen Namen, weißt du? Ich kann dem Geschöpf einen Namen geben. Sieht aus wie ein Legi-Pokémon. Aber wirklich, ne? Es ist flauschig. Es ist so flauschig! Ich einfach unverbesserlich, ne? Bruce. Ich bin kurz davor, es Bruce zu nennen. Ich bin so kurz davor, es Bruce zu nennen. Aber ich weiß nicht, ob ich mein Leben, also das Spiel lang mit Bruce klarkommen würde. Ralph, Jax, Milo, Billy, Alfie, Rusty, Millie, Honey. Och, Honey ist ja süß. Baxter, Dexter, Spark, Holly, Sushi. Sashira, hi. Kein Problem, alles gut. Billy, ja, Billy ist gut. Naja, ich finde Sushi fast geiler. Dann zur Not können wir das einfach essen, das Tier, falls sich rausstellt, dass es total unnütz ist. Ich meine, pragmatisch denken, ne? Ich nenne es jetzt Sushi. Außerdem, wo soll Sushi denn sonst landen? Im Topf. Ach nee, wird ja nicht gekocht. Der Schlafplatz des armen Tieres wurde von der Dürre zerstört. Toffi, vielleicht kannst du Sushi überreden, vom Dach zu kommen. Warum holst du nicht den Sattel vom Ast dort drüben? Okay, du kannst immer zum Sattel laufen, aber ich empfehle X zu drücken. Wieso solltest du laufen, wenn du herumtollen kannst? Ah, hey, ja, ja. Hui, hu, ja. Ist das cool. Captain Dennis, ich habe den Text jetzt mal kurz überflogen, einfach so für mich schon mal. Ich empfinde auch vollkommen das gleiche, so wie du es geschrieben hast. Das ganze Divers-Thema sollte auf jeden Fall eine Normalität werden, auch in Spielen. Ist leider Gottes immer noch etwas sehr, sehr Unnatürliches in Spielen. Entweder gibt es Mann oder Frau. Ich finde es einfach gut, dass es jetzt endlich mal reingebracht worden ist, um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Und Heike, hallo. Sushi ist bereit abzuheben. Drücke hoch, um in die Lüfte zu steigen und wähle dann deinen Zielort aus. Ich steige einfach so auf irgendein Tier, das ich nicht kenne, das auch noch heißt, wie was zu essen. Okay. Samenpflanzer. Ich denke, ich muss dahin. Also bei manchen Szenen hat das Spiel tatsächlich noch mit Frame-Einbrüchen zu kämpfen. Tammy, hallo. Das ist ein fliegender Fisch, Sushi. Stimmt, das ist ein Fliegefisch. Aber ich finde diese Frame-Einbrüche, die es jetzt mittendrin mal kurz hat, finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so schlimm. Hier ist er, der perfekte kleine Pflanzer für deinen Weltensamen.
das ist so aufregend. Alle meine Seiten flattern. Ja, ich sprudel auch beinahe über. Das ist ein großer Moment, Toffi. All deine harte Arbeit macht sich bezahlt. Lege den Weltensamen in den Pflanzen. Stell dich neben den Pflanzen. Das ging einfach weg, den Text. Ich konnte es leider nicht lesen. Teleschnecke, hi. Und Marie, hallo. Alles gut, Marie. Darf sie gerne. So, wir pflanzen jetzt einen Samen. Für den ich hart gearbeitet habe. Angeblich. Ich habe das Spiel erst gestartet. Insel der Reichhaltig. Seht her, eine frisch erblühte Welt. Ich wusste, du hast das Zeug dazu, Toffi. Soll sie so schmutzig sein? Oh, Mist. Es scheint, als ob man selbst hier oben der Zerstörung durch die Dürre nicht entkommen kann. Dann muss hier also etwas repariert werden. Nichts, was ein bisschen Muskelschmalz nicht lösen könnte. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Leider haben wir das letzte Muskelschmalz für das Weltensamenrezept verbraucht. Ich meinte eigentlich, dass Toffi das mit unserer Hilfe und den treuen Alchemiewerkzeugen schon hinbekommt. Glaubst du wirklich, diese Welt kann noch gerettet werden? Natürlich tue ich das. Mit ein wenig Pflege und Aufmerksamkeit von Toffi ist dieser Ort bald so gut wie neu.